Ich bin's Vicky, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute spielen wir mal wieder Sims 4. Es haben sich mal wieder so viele von euch gewünscht und ihr wisst, ich liebe Sims 4, deswegen kommt heute eine neue Folge. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ihr seht schon, das Bett fehlt. Das bedeutet, heute gibt es eine Baufolge. Wir werden nämlich heute zwei Zimmer erstellen, einmal für Vicky und einmal für Summer. Und dafür müssen wir erstmal in den Baumodus gehen. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung, wie man hier baut. Ich habe das wirklich noch nie gespielt, richtig. Ich weiß, es gibt hier auf jeden Fall schon fertige Zimmer. Das sieht man hier unten. Oh Gott, sind die teuer. Die können wir uns gar nicht leisten, ne? Und man kann sich halt selber welche bauen. Ich weiß nämlich nicht, was wir hier machen sollen. Moment. Also man kann das hier... Nee, ich würde sagen, wir machen das so. Alter, das ist so teuer. Also die hier können wir uns alle nicht leisten. Das oder das. Ich finde, das hier sieht natürlich viel schöner aus, ne? Das. Kaufen wir einfach mal das hier. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler ist. Und setzen das mal hier hin. Okay, die Tür ist jetzt irgendwie falsch platziert. Kann man die hier hin platzieren? So. Dann haben wir schon mal zwei Zimmer, aber die müssen wir noch... Warte, ich mach mal Tag. Hier so. Dann ist es ein bisschen heller. Also die Fischsammlung hier müssen wir auf jeden Fall behalten. Wir machen es einfach so, dass das hier... Summers Zimmer ist und das hier ist Vickys Zimmer. Dann müssen wir Vickys Zimmer noch ein bisschen anders machen. Wo gibt's hier Betten? Ja, wir müssen ein bisschen sparen jetzt, deswegen nehmen wir mal... Scheiße, wir haben ja gar kein Geld mehr! Ups. Ja, okay, dann machen wir es erstmal so ein bisschen provisorisch. Dann verändern wir das Ganze ein bisschen später. Warte, welches Muster wollen wir haben? Nein. Die gefallen mir alle nicht so ganz. Nehmen wir mal das hier. So. Ah, ich will die Wände hier noch verändern, aber ich glaube, wir haben nicht genug Geld. Wie kann man die Wände verändern? Hier, ne? So, weil Vickys Lieblingsfarbe, falls ihr es noch nicht wusstet, ist lila. Ah, so ein Pastelllila. Oh, das sieht nice aus. So. Okay, das Geld hat noch gereicht. Ja, wir haben echt kein Geld mehr. Ich weiß nicht, was ich hier noch kaufen soll dann. Also, ich hätte noch voll gerne einen Computer. Aber ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, oder? Computer. Ja, nee. Was ist das hier? Nee, können wir uns auf jeden Fall nicht leisten. Wie teuer ist der? 800. Okay, bald könnten wir uns den leisten. Ja, ich glaube, dann reicht das auch für die Baufolge. Dann kann man hier irgendwie die Betten so einstellen. Beanspruchen. Also das hier wird Summers Zimmer sein. Sie ist mehr so ein bisschen das... Girly-Mädchen, also sie ist so mehr so pink und so, wisst ihr? Und das hier ist dann mein Zimmer, beziehungsweise Vickys Zimmer. Gefällt mir noch nicht 100%, aber wir werden sie auf jeden Fall noch verändern und individualisieren, wenn wir ein bisschen Geld haben. Dann könnt ihr jetzt mal schlafen gehen, beide. Schlafen. Gute Nacht! Ah, Vicky hat heute frei. Ah, die haben beide heute frei. Dann können wir auf jeden Fall was Cooles unternehmen, würde ich mal sagen. Wer von euch ist schneller wach, ha? Ah, Summer. Dann musst du das hier aufräumen. Haha. kann Summer kochen? Wir haben Summer ja sozusagen aufgenommen. Summer kann kochen. Ach ja, sie arbeitet ja sogar als Köchin. Das ist gut. Dann kann sie uns schon mal Frühstück machen. Frühstück servieren, das billigere lieber, also Rührei mit Speck. Ja, Vicky kann erstmal auf Klo gehen, das ist eine gute Idee. Guten Morgen! Also Vicky hat heute und morgen... Summer, ich dachte, du kannst kochen. Was ist los? Ich sag euch, wenn es nochmal anbrennt, ich spiele nie wieder Sims. Vicky braucht ein bisschen Spaß, deswegen liest sie jetzt ein Buch. Das ist in Ordnung. Mach das. Ich hab schon... hier stehen wir. Ah, ist das nicht dieser Don, oder wie der heißt? Ja... Ey, Vicky, sprich... Nein, stopp! Vicky, sprich den einfach mal an. Okay, umarm ihn einfach mal. Wieso nicht? Mach einfach mal. Ja, ein bisschen schneller. Hopp.
Hopp, hopp. Sie hat sich sogar umgezogen dafür. Lauf. Wo ist er? Sie läuft ihm jetzt extra hinterher. Hä, wo ist er? Hä, er ist weg. Ja, okay, ich glaube, wir kriegen ihn nicht mehr. Chill mal kurz. Wir können dann in der Zeit... Konnte man hier nicht Frösche suchen? Hey, wo ist das? Ich will einen Frosch haben. Ernte das hier mal, das sieht cool aus. Hä, aber hier war doch so ein Froschding. Ist das immer so zufällig, wo das ist, oder wie? Das wäre ja richtig blöd. Mann. Ja, okay, dann angeln wir noch einen Fisch vor dem Frühstück. Damit wir unsere Sammlung erweitern können, genau. Bist du schon fertig mit dem Essen? Oh, sie isst es schon. Wow. Ja, okay, dann kommen wir ein bisschen zu spät. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Angeln jetzt erstmal deinen Fisch. Ach ja, ihr habt übrigens sehr, sehr viele Namensvorschläge für den Frosch in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Ich konnte mich noch nicht entscheiden, aber viele von euch fanden Babsini auch ganz cool, weil Summer den ja selber sozusagen vorgeschlagen hat. Also ich glaube, wir nennen unseren Frosch Babsini. Aber keine Sorge, ihr habt euren Namen nicht umsonst in die Kommentare geschrieben. Haben wir einen Fisch gefangen? Nee, noch nicht. Wir werden ja noch ganz viele Frösche und ganz viele Fische fangen, deswegen wir werden jeden einzelnen benennen. Also, ja, jeder Name von euch kommt dran. Kannst du jetzt mal einen Fisch fangen? Dann gehen wir so lange zu Summer. Was machst du hier Schönes? Oh, sie hat sehr leckeres Essen gemacht. Ich habe gerade mega Hunger, Leute. Ich will echt gerade was essen. Ich weiß nicht, was wir heute machen können. Sie hat einen Fisch gefangen. Sehr gut. Dann komm jetzt nach Hause. Hier hin. Hier. Eine L-Ritze. Ritze. Wir hängen jetzt erstmal unseren Fisch auf. Aufhängen. Ah. Oh, wir haben schon so einen. Sehr cool. Emotionale Aura aktivieren. Machen wir mal bei jedem. Keine Ahnung, was das bringt. Hey, Babsini. Guten Morgen. Wie spät ist es? 11 Uhr. Das ist ja schön. Was können wir eigentlich hier mitmachen? Mit diesen... Was ist das? Glockenblumen? Ich habe keine Ahnung. Summer? Okay. Vielleicht können wir ja ins Fitnessstudio gehen. Weil, also Vicky, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich sehe da schon so ein kleines Bäuchlein. Deswegen, ich glaube, wir gehen heute mal ins Fitnessstudio, oder? Summer ist auch schon energiegeladen, also ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, sonst geht es den beiden gut, ne? Iss mal jetzt schnell auf. Okay, du bist eigentlich voll. Und dann machen wir einen Ausflug. Wie ging das hier nochmal? Reisen. Mit Summer. Dann gehen wir heute auf jeden Fall mal pumpen. Hier ist das Fitnessstudio. Fit wie ein Turnschuh. Hört sich gut an. Es sieht ja cool aus. Und ich habe gelernt, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man hier oben raufdrücken muss, um nach oben zu kommen. Ich habe es echt nicht hingekriegt, aber es sieht echt cool hier aus. So eine Bar. Oh, lecker. Aber das kann man nicht essen, das Deko. Okay. Ja, dann würde ich sagen, pumpen wir einfach mal. Warum ist hier niemand? Ah doch, jetzt kommen langsam. Oh, Vicky. Ja, ich glaube, du solltest noch mal ein bisschen üben. Guck mal, neben dir ist ein Fitnessstudio. Was machst du da, Summer? Das ist echt seltsam. Summer ist eher so die... das Don schon wieder. Ich weiß nicht, ob Summer zusammen trainieren? Mit wem? Also mit dem Don, da wird auf jeden Fall nochmal was laufen, ne? Aber ich weiß nicht, ob Vicky sich an den ran machen soll oder Summer. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben? Ey, sie hat mein Laufband belegt. Bella Grusel. Kannst du mal aufhören, hier Sit-Ups zu machen? Das ist echt langsam peinlich. Guck mal, jetzt ist hier alles schon belegt. Ja, dann gehe ich schnell hier ran. Schnell, bevor da jemand anderes rangeht. Lauf. Lauf, Summer, lauf. Oder geh, ist auch okay. Schnell, 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 da kommt jemand. Puh, wir haben es geschafft. Oha, voll der coole Sportanzug. Ist der von Gucci oder von Chanel? Und wie läuft's bei Vicky so? Yeah. Mhm.
Boah, die Mucke ist cool. Ey, was machst du? Ach, du hast schon fertig trainiert, oder was? Du hörst die Musik. Lol. Ich meinte, die Musik ist cool und genau in dem Moment hat sie die Musik gehört. Leute, das ist kein Zufall, oder? Aber irgendwie, ich finde das Fitnessstudio ist voll klein. Also es gibt irgendwie nur so voll wenig Räume. Oder geht's hier noch höher? Nee, ne? Schade. Ja, ich weiß nicht, hier ist irgendwie alles besetzt, oder? Ist Don noch da? Ja, rede mal mit Don. Auch wenn er ein bisschen stinkt. Ey, lass Don in Ruhe. Don betrügt uns. Aus dem Weg, Ladies. Hi, ich bin Vicky. Verschwindet mal. Was mit dir, Summer? Du pumpst richtig hart, ne? War es das jetzt schon mit dem Training? Das ging ja schnell. Ja, okay, es ist schon 14 Uhr in dem Spiel. Alter, hier ist so eine richtige Gruppenunterhaltung. Jetzt kommt Summer auch noch. Ey, die prügeln sich gleich. Seht ihr das? Okay. Umarm ihn nochmal, auch wenn er stinkt. Oh, mach mal Star imitieren. Mal gucken, welchen Star sie imitiert. Das war Dieter Bohlen, oder? Ich hab's erkannt, Leute. Don geht duschen. Vicky, ich glaube, das ist dein Einsatz. Oh mein Gott. Guck mal, die ist hier auf Klo, der duscht hier. Was ist das denn? Ah, das ist die aus der Bücherei. Ich erinnere mich. Svetlana oder wie die hieß. Nancy, genau. Nee, wir können eigentlich zu Hause duschen, würde ich sagen. Wie kommt man nochmal nach Hause hier? Moment, reisen. Mit Vicky Mondvika. Genau. Super. Das war ein schöner Ausflug ins Fitnessstudio. Mann, ich will unser Haus dekorieren, aber wir haben einfach kein Geld. Also du gehst jetzt duschen und was machst du? Du musst danach duschen, aber... Ich glaube, in der Zwischenzeit können wir mal einladen. Wir können einfach mal Don zu uns nach Hause einladen. Oh, Don wird gleich da sein. Dann zieh dich mal um. Moment, Outfit ändern. Wir brezeln uns ein. Nee, warte. Das Outfit finde ich schön. Das ist so... Man hat sich irgendwie fertig gemacht, aber es ist nicht zu aufgetakelt. Da ist er auch schon. Hey, Don, warte. Geh doch nicht an mir vorbei. Ich bin doch hier. Ja, geh erstmal ins Haus und dann geh raus. Macht Sinn, Vicky. Hey. Ah, Don ist kokett. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Machen wir einfach mal ein paar romantische Aktivitäten. Fragen, ob er Single ist. Das sollten wir vielleicht erstmal machen, bevor wir hier irgendwie was anderes machen. Er ist Single, Leute. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, da wird noch was auf uns zukommen. Mach mal einfach einen Anmachspruch. Mal gucken, wie er reagiert. Los. Los. Ja, mach den Anmachspruch. Ha, Bini, ich schau. Ich glaube, es war ganz gut. Vicky ist jetzt auch kokett. Also, aufreizend posieren. Ja, das mache ich auch immer zum Flirten. Genau. Ein Kuss hauchen. Okay, ich glaube, das wird mich hier ein bisschen zu romantisch, Vicky. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Falls ihr Bock auf mehr Sims habt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ihr könnt mir übrigens auch immer in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünscht, was bei Sims passiert. Also, was Vicky machen soll, mit wem und Summer und so weiter, wer bei uns einziehen soll. Alles Mögliche könnt ihr in die Kommentare schreiben. Das ist sozusagen, dann können wir zusammen die Geschichte bestimmen. Das finde ich ganz cool. Aber das war's für die Folge. Das ist übrigens das letzte Video im Jahr 2016. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Tschüss!